Herzlich willkommen zu neuem Short Review Review. Als Fan von Transformers schon damals 1989 habe ich das Transformers Comic gelesen. Ich habe natürlich schon ein bisschen früher, wie ihr wisst, ich bin ja schon seit 1985, also von Beginn an Fan gewesen. In der zweiten Comic-Generation in Deutschland habe ich selbstverständlich auch die Comics gelesen. Das war um 1989 herum. Ja, 89. Und ja, als Fan liest man dieses Comic und man liest natürlich auch die Werbung da drin. Und da stößt man auf den Transformers Club oder besser gesagt den Super Transformers Club. Es gab hier diese Werbeanzeige im Comic und ich lese sie euch einmal vor. Steig ein in die Superwelt der Transformers. In den fernen Welten unseres Universums ist alles voller Geheimnisse, Abenteuer und großartiger Spannung. Das ist das Reich der Transformers. Sie sind unglaublich verwandelbar und funktionsfähig bis ins kleinste Detail. Die Transformers bieten dir die Super-Spiel-Action in einer neuen, aufregenden Zukunftswelt. Nimm sie in die Hand und erlebe selbst die einzigartige Verwandlungsfähigkeit, die in jedem Transformers steckt. Du bekommst die Transformers überall dort, wo es gute Spielwaren gibt. Gute Spielwaren. Echt betont. So, hier steht es dann weiter. Werde Mitglied im Super-Transformers-Club. Nun ist es soweit. Ab sofort gibt es den Super-Transformers-Club. Mitmachen ist alles. Du erhältst als Clubmitglied den einmaligen Transformers Clubausweis, 3 fantastische Postkarten, einen Transformers Anstecker, extra starke Clubangebote und 2-mal im Jahr die neuesten Infos aus dieser geheimnisvollen Zukunftswelt. Der Clubbeitrag beträgt pro Jahr 10 D-Mark, also umgerechnet 20 Euro. Das Doppelte ist es ja leider geworden. Mal 2. Also in dem Sinne. Aber es ist günstig. So, die Mitgliedschaft endet nach einem Jahr automatisch. Man muss sich dann wieder neu anmelden. Der Jahresbeitrag 89 von 10 D-Mark darf nur auf das Konto so und so überwiesen werden. So, Bargeld, Fremdwährung, Briefmarken können wir nicht akzeptieren. Ja, damals hat man noch Briefmarken eingesendet. Lege deine Anmeldung, den Überweisungsabschnitt oder eine Kopie davon bei. Sonst können wir ihn nicht bearbeiten. Es wird etwas dauern, bis wir deinen Beantrag bearbeitet haben. Die Clubunterlagen kommen auf jeden Fall zu dir direkt nach Hause. Da konnte man unten den Coupon ausschneiden und sozusagen nutzen zum Hinschicken. Auf eine Postkarte kleben oder auf einen Brief. Ja, hier war noch so richtig schön Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum, Unterschrift. Bei Minderjährigen bitte Unterschrift der Eltern, klar. War wichtig. Ja, ich will Mitglied im Super Transformers Club werden. Muss man nochmal bestätigen. Das Datum ist da. Und das wurde dann nach Hasbro geschickt. Ja, eine Anzeige gab es hier drin. Nein, es gab nicht eine, sondern 2 sogar. Hier könnt ihr auch sehen. Transformers demnächst im Fernsehen. Ab 7. April gibt es erstmals die Transformers Cartoons. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Hier gibt es noch eine zweite Werbeanzeige. So. Da haben wir dasselbe nochmal. Ein bisschen anders aufgebaut. Ihr seht, diesmal ist auch gleich Werbung da eingeflossen. Hier heißt es dann, steig ein in die super Welt der Transformers. In der unglaublichen Tiefe unseres Universums ist alles voller Geheimnisse, Abenteuer und spannender Überraschung. Das ist das Reich der Transformers. In dieser einzigartigen Science-Fiction-Welt leben die Autobots mit ihrem großen Führer Optimus Prime. Diese Superroboter sorgen für den Frieden und Freiheit im ganzen Universum. Dagegen stehen die Decepticons, eigenwillige und tückische Action-Roboter, die mit allen Mitteln versuchen, die Vorherrschaft über das gesamte Universum zu erlangen. Einige der Transformers haben wir euch hier abgebildet. Entdecke sie jetzt. Also ihr seht hier einmal den Pretender Landmine, Optimus Prime, also Power Optimus Prime, Sizzle, den Sparkobot, Joyride und Getaway, auch Power Master. So, eigentlich sind da keine Decepticons, sind nur Autobots. Aber alle Transformers haben eines gemeinsam. Sie sind unglaublich verwandelbar und funktionsfähig bis ins kleinste Detail. Sie bieten dir die super Spiel-Action in einer absolut neuen, aufregenden Zukunftswelt. Nimm sie in die Hand und erlebe selbst die große Verwandlungsfähigkeit, die in jedem Transformers steckt. Du bekommst die Transformers überall dort, wo es gute Spielwaren gibt. Wiederum gute Spielwaren. So, dann wieder der gleiche Text. Werde Mitglied im Super Transformers Club. Erhältst Mitgliedsausweis, einen Button, Postkarten. Also das nur für 10 D-Mark.
ich als kleiner Sascha, der war so begeistert, der wollte das unbedingt haben. Diese ja, Werbung für den Club lag auch den Transformers-Figuren in der Goldbox-Edition bei. Da war, die waren eingedeutscht, dann gab es dann solche kleinen Zettel. Da stand dasselbe eigentlich fast nochmal. Also hier auch nochmal, wie der Clubbeitrag ist. Ja, was ich eben auch vorgelesen habe, hier ist aber auch noch ein bisschen differenziert. Ich lese euch nochmal einen anderen Teil vor, deswegen. Hurra, die Transformers kommen. Hurra! Nun ist es soweit. Die Begeisterung für die Transformers ist so riesengroß, dass es ab dem 01.01.1989 den Super Transformers Club gibt. Dieser neue Super Transformers Club führt jeden erst richtig in die Welt der Abenteuer und Fantasie ohne Grenzen ein und zeigt die ganze Verborgenheit und Macht der Transformers. Ihr werdet als Clubmitglieder immer als Erste richtig informiert, was in dieser Science-Fiction-Welt alles neu ist. Jetzt habt ihr den richtigen Vorsprung. Jedes Super Transformers Club-Mitglied erhält den einzigartigen Super Transformers Club-Ausweis. Jetzt kannst du beweisen, dass du mit dabei bist. 3 fantastische Postkarten mit aktuellen Transformers-Abbildungen zum Verschicken oder zum Sammeln. Einen echten Transformers-Button zum Anstecken, um den dich jeder beneiden wird. 2x im Jahr brandaktuelle Infos aus der ganzen Welt der Transformers. Per Post zu dir direkt nach Hause. Hurra, die Transformers kommen, steht hier unten noch. Bis auf bald. Es grüßt Optimus Prime. Und dann, ja, ich will Mitglied werden. Genau. Und Sascha wollte Mitglied werden. Also, was macht er? Briefumschlag. Ich habe einen Zettel, ich glaube, von dem hier ausgedruckt oder ausgeschnitten. Steht ja, hier ist die Schere, könnt ihr ja sehen. Und habe es dahin geschickt. Ja. Und erstmal gewartet. Also, ich habe gewartet. Im März 89, wie hier auf meinem Brief steht, habe ich die Antwort bekommen. In einem wunderbaren Brief. So, ihr seht schön oben das Transformers-Logo. Ein Bild von einem Pretender, von Skullgrin. Ja, von dem inneren Pretender hier schön in Action. So, unten steht Super Transformers Club. So, und ich bin ja jetzt willkommen geheißen worden. Sascha ist willkommen geheißen worden. Also, willkommen im neuen Super Transformers Club. Hallo lieber Sascha, darauf hast du schon lange gewartet. Ich habe sehr lange drauf gewartet. Und nun ist es soweit. Endlich bist du Mitglied im Super Transformers Club. Es ist schon großartig von dir, dass du ein ganzes Jahr bei uns mitmachst. Wahnsinn. Ja gut, kann sein, dass ich mich sogar 88 schon beworben habe, dass es um 88 herum war. Ab 1.1. gab es den ja. Also das habe ich mich sehr früh mich wohl beworben. Ganz genau kann ich mich auch nicht erinnern. Ist halt manchmal so. Ich weiß auch nicht. Ich habe noch einmal Post bekommen. Da habe ich einen bedruckten Umschlag. Ich glaube, hier gab es keinen bedruckten Umschlag. Das war ein ganz normaler Standardumschlag, in dem das kam. Der war auch A5-mäßig. Denn es offiziell noch so, es ist nicht von mir gedruckt worden. So, jetzt wollen wir aber noch weiter im Text. Dass du ein ganzes Jahr bei uns mitmachst und die volle fantastische Welt der Transformers miterleben wirst. Jetzt bist du anderen einen großen Schritt voraus. Denn nur Clubmitglieder erhalten die volle Info. Ja, die volle Info. Ich bin voll dabei. Heute bekommst du auch wie versprochen deinen eigenen Transformers-Club-Ausweis. Ja, habe ich ihn? Ja, ich zeige ihn euch gleich. Also, hier ist er. Mein super Transformers-Club-Ausweis. Ja, und ich bin Mitglied Nummer 4. Ich musste es selbst hier raufschreiben. Rückseite steht nur Clubausweis für Clubmitglieder. Auch hier wieder Artwork von Skullgrin und Super Transformers Club. Also ich bin Mitglied im Transformers Club. So, weiter geht's. Und den super starken Transformers Button habe ich auch bekommen. Da ist er. Naja gut, sind halt diese üblichen Buttons. Und erneut Artwork von Skullgrin, Super Transformers Club. Steht drauf. So, das beides habe ich. So, jetzt kannst du zeigen, dass du zu uns gehörst. Ich bin jetzt ein vollwertiger Transformers Club. Ich bin ein vollwertiges Transformers Club Mitglied. Super Transformers Club Mitglied, muss man ja sagen. So, jetzt kannst du zeigen, dass du zu uns gehörst. Deine 3 fantastischen Postkarten habe ich dir natürlich auch beigelegt. Ja, die waren auch dabei. Schauen wir uns im Detail gleich nochmal an. 3 Postkarten waren dabei. So, deine Mitgliedsnummer lautet 4. Also, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Und die solltest du, wenn du uns einmal schreibst, unbedingt angeben. Sonst können wir deine Post nicht richtig beantworten. So, das wär's fürs Erste. Du wirst aber bald wieder von... Du wirst aber bald wieder von mir hören. Dann bringe ich dir die neuesten Infos und kleine Überraschungen aus der einmaligen Welt der Transformers. Bis auf bald, dein Optimus Prime. Dramatische Pause beim Text lesen, ganz wichtig. Ja, gut. Soweit, so gut. Also ihr habt ja gesehen, ich habe meinen Clubausweis. Ich bin also Mitglied Nummer 4. Interessant auch, hier steht es jetzt nicht, aber die Nummer 4 taucht noch mal später auf. Ganz wichtig. Ich dachte, der schöne Button zum Anstecken. Habe ich eigentlich nie gemacht, aber war für mich wichtig. Echt toller Button. Obwohl, es ist eben halt das einfache Artwork von Skullgrin und drei Postkarten. Und die schauen wir uns auch gleich noch mal genauer an. Ganz simpel hinten dieses Postkartendesign mit dem Transformers-Logo, dem damaligen aktuellen. Wir haben drei Postkarten mit drei verschiedenen Motiven. Einmal Rodimus. Einmal Megatron. Und einmal Galvatron. Gut, das sind etwas gewöhnungsbedürftige Motive, finde ich. Sind direkt nach den Toys bemalt. Und ja, damals habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Nehmen wir das jetzt mal ein bisschen auseinander. Diese drei Motive, die ihr hier auf den Postkarten seht, stammen von Puzzle. Und zwar aus England. Englische Puzzle-Motive. Ich habe eins davon hier in diesem schönen Buch mit den Artworks von Transformers Legacy gefunden. Na, ich habe das doch hier auch zum Aufschlagen. Ganz hinten, ein bisschen schwer aufzuschlagen. So, Zettel raus, da könnt ihr es sehen. Und da ist auch das Artwork zu sehen. Das ist zum Puzzeln gewesen. Das ist ein englisches MB-Comic. Englisches MB-Puzzle. Und die anderen auch. Ich habe davon aber nicht das von Rodimus mehr gefunden. Also kein Bild davon. Ich besitze sie auch nicht. Von Megatron habe ich eins gefunden. Das blende ich euch hier ganz kurz ein. Ja. Also das hat man als tolles Mitglied des Super Transformers Club 1989, also habe ich im März 1989 bekommen, war völlig glücklich, meine Welt der Transformers, es war gerade der Beginn, die Cartoons liefen jetzt in Deutschland erstmals auf RTL Plus, die Toys, ja wir haben die Goldbox Toys bekommen, die Goldcards, genau, und war einfach cool. Ein bisschen gewundert persönlich habe ich mich, dass sie sich hier als Transformers Artwork für Skullgrin entschieden haben. Ich habe hier nochmal mein, ja, ist ausgeschnitten, habe ich als Kind halt gemacht, die Rückseite von meinem Power Master Optimus Prime und das stammt von eben halt diesem Artwork. Ihr seht hier Skullgrin, den Pretender, unten ja, abgeschnitten, aber daraus haben sie das genommen, aus dem Gesamtmotiv. Ja, warum nicht Power Master Optimus Prime? Er ist doch wesentlich geilere Pose eigentlich. Weil wenn man schon mit Optimus Prime unterschreibt, warum nicht ein Prime-Bild? Prime ist ja wesentlich cooler. Kann ich auch nicht sagen. Man hat sich dafür halt entschieden. Ja, was ist denn zu sagen? Also, ich als Transformers-Mitglied war voll begeistert. Ich habe ja, meine Comics gelesen und eben halt war begeisterter Fan, habe auf weitere Post gewartet. Zwischenzeitlich habe ich nochmal einen ähnlichen Flyer wie diesen hier, also wie diesen hier in den Goldboxen gefunden. Habt ihr vielleicht auch, wo nochmal von der Transformers Mitgliedschaft gesprochen wurde. Hier ging es um ein Gewinnspiel, ein goldenes Gewinnspiel. Ich habe da leider nicht mitgemacht und ich wünschte, ich hätte es. Und zwar konnte man hier eine Reise nach Washington gewinnen, in das National Air and Space Museum mit Pan Am plus Begleitperson. Und man konnte aber sich eine bronzene, silberne oder goldene Nadel von Transformers mit Robopunkten erkaufen. Und automatisch hat man übrigens ein Jahr, war man Ehrenmitglied im Super Transformers Club. Ja, dazu kann ich nicht viel sagen, außer dass eben halt dieses Gewinnspiel gab. Ich habe irgendwie das übersehen. Ich habe da mir nie Gedanken gemacht. Hier war der Einsendeschluss am 15.10.89.
So, mitmachen kann jeder, von Hass, abgesehen von Hasbro und MB-Angehörige. Bis zum 1.11.89 wurde ermittelt der Gewinner. Wenn einer diese Nadeln hat, egal ob Gold, Silber oder Bronze, schreibt mich gerne mal an. Ich würde gerne mal ein Foto sehen. Ich habe keins gefunden. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt jemand damals mitgemacht hat. Ich habe es leider übersehen. Ich hätte es gern gemacht. Ich habe eine andere Aktion mal mit den Rubepunkten mitgemacht. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Aber egal, wir sind beim Transformers Club. Hier konnte man ein Jahr Mitgliedschaft gewinnen. Ja. Also, was wurde mir hier denn versprochen? Wir haben ja hier wunderbar schöne Vorteile dieses Super Transformers Club mitbekommen. Also es hieß ja, ich habe den einmaligen Clubausweis, den fantastischen Transformers Anstecker und drei wunderbare Artworks oder drei wunderbare Postkarten. So, dann sollte ich extra starke Clubangebote und zweimal im Jahr die neuesten Infos aus dieser geheimnisvollen Zukunftswelt erfahren. Zweimal im Jahr. Also zweimal im Jahr Post. Denke ich mir mal so. Ja, ich habe Post bekommen. Wunderbar. Also kommen wir zu der Post, die ich bekommen habe. Und zwar habe ich diesen tollen Umschlag bekommen. Ist ja nicht geil? Auch das schöne Artwork. Ich meine, gut, okay, hätte Prime wäre geiler gewesen, aber es ist ein Transformers-Umschlag. Und mit Super Transformers Club. Mann, war ich happy, als ich diesen Umschlag erhalten habe. Ich mache den auf. Ein Brief ist dabei, den ziehe ich gleich raus. Den habe ich hier jetzt nochmal reingesteckt. Und es war, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Ausgabe, eins dieser Transformers Comics dabei. Ich glaube, mir fehlte es in dem Moment sogar, denn ich habe keins doppelt. Ich weiß auch, ich habe mich früher die auch gar nicht abgegeben. Ja, also, somit habe ich einen Comic gehabt und diesen wunderbaren Briefumschlag und dachte, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, die Überraschung kommt. So, dieser wunderbare Umschlag. Legen wir hier hin. So, also wieder gleicher Umschlag. Hier unten seht ihr die Nummer 4, die Nummer 4, also Mitglied Nummer 4 steht übrigens hier auch auf meinem Umschlag, habe ich festgestellt. Mitglied Nummer 4 auf dem Umschlag. Der bin ich. Ja. Also, habe ich diesen wunderbaren Brief. Ich fange an zu lesen, freue mich auch, es ist ja tolle News. Zweimal im Jahr. Was war noch? Und extra starke Clubangebote. Ich wollte ja gerne wissen, was kriege ich als Clubangebot? Also, lieber Transformers-Fan, so weit, so gut. Was wir dir heute schreiben, fällt uns wirklich nicht leicht. Okay. Wir haben lange hin und her überlegt, wie wir es dir sagen sollen. Also, als wir den Super Transformers Club ins Leben gerufen haben, wollten wir die Clubmitglieder mit wichtigen Informationen und Geschichten über die Transformers versorgen. Nun ist es aber so, dass wir allen Transformers-Fans diese Möglichkeit bieten wollen. Nun ist es aber so, dass wir allen Transformers-Fans diese Möglichkeit bieten wollen. Allen unterstrichen. Der Super Transformers Club wird daher zum 15. November 89 aufgelöst. Das ist schon mal ein Widerspruch in sich. Das sag mal einem jungen Sascha, der das noch gar nicht kapiert hat damals. Heute bin ich erwachsen, da kann ich, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Nun sei aber bitte nicht traurig, denn wir haben uns etwas anderes ausgedacht und wollen versuchen, den großen Kreis der Transformers-Fans besser und umfassender mit Informationen versorgen. Okay. Naja. Also, kurz zusammengefasst, bevor ich hier weiterlese, der Transformers-Club muss in die Hose gegangen sein. Es haben wohl kaum Leute geschrieben, außer vielleicht Sascha, ich weiß nicht, vielleicht gab es nur 4 Mitglieder. Also wer alles von euch Mitglied ist im Super Transformers Club, der bleibt in meinem Herzen und meldet sich einfach mal. Schreibt das bitte in die Kommentare, wer von euch auch Mitglied war. Ich möchte wissen, wer und eure Club-Mitgliedsnummer bitte, wenn ihr sie noch wisst. Wer war von euch? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und gab es noch mehr? Also schreibt mir bitte, ich würde gerne wissen, sind noch weitere hier draußen. Naja, okay. Also eingestellt. Das heißt, März bekommen. Dieser Brief, hier ist jetzt kein Datum drauf, aber hier ist am Stempel 1189, das heißt November. Das heißt, auch dieses Gewinnspiel ist gerade eben ausgelaufen. Das heißt, damit ist das auch hinfällig gewesen, dass man ein Jahr Ehrenmitglied werden konnte. Gut, also, was wollen Sie denn als nächstes machen, um zu machen? Beispielsweise wird es ab Mai nächsten Jahres, also Mai 1990, eine kostenlose Transformers-Broschüre geben, die du überall dort findest, wo es die Transformers zu kaufen gibt.
Gut. Ich habe damals alles mitgenommen. Ich kann nicht sagen, was diese Broschüre sein sollte. Es gab einige Transformers-Kataloge, die speziell waren, auch mit den Powermastern und ja, ich vermute mal, dass sie das meinen, also diesen einen Katalog. So, dieser kurze Break war, weil mir spontan, also als ich habe mich zwar vorbereitet, aber trotzdem fällt mir noch was ein. Es kann sein, dass es dieser Katalog ist, den es im Mai gab, den, von dem Sie in diesem schönen Brief reden. Diese kostenlose Broschüre ist natürlich ein Werbekatalog, logischerweise, denn der umfasst die gesamten ja, Powermaster und Targetmaster, die kleinen Powermaster Optimus Prime, so was damals alles rausgekommen ist. Es gibt noch eine zweite Variation von diesem, aber es könnte dieser Katalog gewesen sein. Genau weiß ich es nicht mehr, da muss ich jetzt raten, aber der könnte es gewesen sein. Ja, so, wie ging es denn aber dann weiter in diesem Brief? Ich war ja noch am Lesen. Außerdem findest du natürlich auch im Transformers Comic Heft die aktuellsten Neuigkeiten und viele spannende Geschichten aus dem Reich der Transformers. Also da wird natürlich, oder wird hier nochmal auf diese Magazine oder dieses Comic verwiesen. Ja, viele Informationen gab es eigentlich hier nicht. Hier ist immer nur eine Seite über die Transformers-Leser. Das Transformers-Spielkonzept wird hier sogar erklärt. Hier steht sowas wie, die spannenden Transformers-Abenteuer könnt ihr überall zu Hause nachspielen. Fachhandel gibt es die Transformers-Verwandlungssets von Hasbro. Anregungen und Spielideen gibt es. Gibt euch auch das farbige Transformers-Comic-Magazin im Superformat. Gut, das Superformat, das sind ja eigentlich, naja, gut, ein bisschen andere Versionen von den Comics. Ja, nehmen wir auch mal auseinander die Comics. So, und die Transformers könnt ihr auch auf Video von Polyband erleben. Live und in Action. Naja, Gott. Sehr schlagwürdig. Also diese Informationen, das ist wohl gemeint damit, dass man dann noch weitere Informationen aus dem Comic kriegt. Die haben also eng zusammengearbeitet. Also Klein Sascha war natürlich sehr enttäuscht über das Ganze, aber wenn du den Clubbeitrag 89 in Höhe von 10 D-Mark bereits bezahlt hast, ja, habe ich gehabt. Und wirklich nur dann liegt diesen Brief ein 10 D-Mark-Schein bei. Ja, der lag dabei. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Schön sauber, zwar wie ein nagelneues Ding. Du sollst ja deinen Beitrag selbstverständlich zurückerhalten. Ja, ich weiß natürlich nicht, warum man den Brief, kann man wahrscheinlich nur bekommen, dann, wenn man sich sehr spät angemeldet hat. Vermute ich mal, wenn man noch nicht bezahlt hat. Aber irgendwo gibt es keinen Sinn. Aber egal. So, in jedem Fall bekommst du als kleines Geschenk ein tolles Transformers Comic Heft. Gut, war ich natürlich ein bisschen, ja, erst war ich ja begeistert, bevor ich jetzt den Brief gelesen hatte. Es war gegen wirklich wie jetzt eben auch. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß und Abenteuer mit den Transformers und danken dir für deine Treue. Dein Super Transformers Club. Übrigens, seit dem 27. Oktober sind die Transformers wieder mit vielen neuen und spannenden Abenteuern im Fernsehen. Jeden Freitag in RTL Plus. Das war sozusagen wieder, wir hatten ja hier schon gelesen, im Mai oder startete das und im Herbst waren noch ein paar neue Folgen. Ja, das war der Super Transformers Club, der in Deutschland nicht mal ein Jahr existierte. Sascha war Mitglied im Transformers Club. Ja, und das war's für dieses Video. Ich danke euch fürs Zuschauen, hinterlasst ein Like, sagt mir, ob ihr Clubmitglieder wart. Und ja, wenn ihr noch nicht habt, abonniert. Und das war's für diesmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.